Sie haben sich in Drakes Trainingszentrum gut gehalten, 007. Wir glauben, dass die Raketen, die die Astronauten ins All befördern sollen, höchstwahrscheinlich in Drakes Raketendemontageanlage im Südpazifik gehortet sind. Obwohl die Inspektoren der UN die Insel abgesegnet haben, würde ein inoffizieller Besuch vielleicht mehr zutage bringen. Agentin McCall wird sie unterstützen. Mit dem V-12 Vanquish sollten Sie unentdeckt zu Drakes Insel gelangen können. Agentin McCall, wenn Sie so freundlich wären. Wir fahren dorthin? Präzise. Ignorieren Sie Ihr Unwohlsein, Agentin McCall. Es ist alles unter Kontrolle. Sie müssen Drakes Insel unbemerkt infiltrieren, 007. Halten Sie nach einem Zugangspunkt Ausschau und sich dabei von den Patrouillen fern. Wir haben Gesellschaft, James. Wir sollten aus dem Hauptkanal raus. Sie dürfen uns nicht sehen. Zerstören Sie das Kommunikationsnetzwerk 007. Dann können Sie den Feind angreifen, ohne gleich Alarm auszulösen. Ihre ferngesteuerten Torpedos sind weniger stark, 007, aber treffen dafür auch schwer erreichbare Ziele. Das sollte Ihren Funkverkehr lahmlegen. Halten Sie die Sensoren, 007, und probieren Sie es mit den ferngesteuerten Torpedos. Halten Sie besser Abstand, James. Diese Minen sehen gefährlich aus. Unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigen sich. Drake hat Atomraketen gesammelt und sie nicht abgerüstet. 007, Sie müssen einen Weg finden, das Arsenal unschädlich zu machen. Schön, 007. Und jetzt raus da. Hätte ich ein Fahrzeug. Wir sollten dem U-Boot folgen. Das ist unser einziger Weg in die Basis. Thank you.
Wir können nicht zulassen, dass Drake über Atom-U-Boote verfügt. Sie müssen sie zerstören. James, das U-Boot blockiert uns den Zugang zum Strand. Nie ist ein Page zur Stelle, wenn man ihn braucht.